Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich meinen etwas verspäteten September, ach September sage ich schon, nein, wir sind im September, meinen August-Lesemonat, so war das. Und obwohl ich noch immer eine riesen Leseflaute habe und mich gefühlt durch jedes Buch einfach nur quälen muss, habe ich doch eigentlich relativ viel geschafft. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Bücher und ich glaube 5 Mangas, wenn ich es richtig sehe. Und darum rede ich auch gar nicht lange um den heißen Brei herum. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich aus dieser elenden Leseflaute rauskomme, sagt mir gerne Bescheid. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Ach nee, es waren gar nicht nur 4 Bücher, es waren sogar 6 Bücher. Ich habe 2 E-Books vergessen. Und los geht's. Zum einen hätten wir von Jennifer Donnelly die Straße der Schatten. Das habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört und das hat mir sehr gut gefallen. Es geht um, wie hieß sie nochmal? Genau, Josephine Montfort, und ihr Vater ist gestorben. Und alle sagen, es wäre ein Selbstmord. Allerdings hört man einen von den Zeitungsjungen, ich glaube Henry hieß der, hieß er Henry? Nee, Eddie hieß er, genau. Allerdings hört sie durch einen von den Reportern, dass es eventuell gar kein Selbstmord war, sondern ein Mord. Und sie versucht dann eben mit ihm zusammen aufzuklären, was da wirklich passiert ist. Und es war sehr, sehr spannend gemacht. Ich mochte es gerne. Es war sowas Leichtes für zwischendurch. Es war eine schöne Liebesgeschichte mit drin. Genau. Und was halt auch ganz interessant war, war einfach, wie das Bild der Frau damals war. Das ist eben ein historischer Roman, spielte 1890 in New York. Und hat mir ganz gut gefallen, hat 4 Sterne von mir bekommen, hätte 5 Sterne von mir bekommen, wenn es anders ausgegangen wäre. Ich war mit dem Ende ein bisschen unzufrieden tatsächlich, aber ansonsten hat es mir gut gefallen und ich freue mich schon mehr von der Autorin zu lesen. Ich habe auch die Waterfire Saga, die habe ich auch noch von ihr hier, die muss ich auch noch lesen, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Dann ein Buch, was tatsächlich auch auf meinen Sommersub war, nämlich Lillesang von Nina Blatzon. Und was soll ich sagen? Nina Blatzon hat es einfach drauf. Jedes Buch von ihr ist gut. So auch wieder das. Das sieht eher nach einem jüngeren, nach einer jüngeren Zielgruppe aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Stellen war es tatsächlich gruselig. Das Buch spielt größtenteils in Dänemark und es geht um ein junges Mädchen und eine ehemalige Verwandte. Eine Verwandte ihrer Mutter ist gestorben, von der niemand wusste, dass sie existiert, weil ihre Mutter adoptiert war und eigentlich alle dachten, sie hätte keinen Kontakt zu ihrer Familie. Und deshalb fahren sie eben nach Dänemark, um sich um das alte Haus dieser Verwandten zu kümmern. Und dabei stößt sie eben auf ein Geheimnis rund um Meerjungfrauen und Nixen. Entschuldigt vielmals. Und das ist total klasse gemacht. Es ist eben so ein bisschen an das Märchen von Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, angelehnt. Es wird darin auch immer wieder erwähnt, spielt auch ein bisschen in Kopenhagen und es war so toll. Also ich fand es wirklich großartig, nicht nur, weil es darin ein Mädchen gab, was Julie hieß und sie hat nur Pink getragen, das tue ich jetzt nicht, aber auf Vampire und so weiter total abgefahren ist. Und es war einfach so großartig, es war süß, es war gruselig, es war spannend, ich fand es einfach toll. Und mit Märchen kann man mich sowieso immer bekommen. Ich würde das Buch tatsächlich eher so ab 14 empfehlen, weil wie gesagt, ich fand es an einigen Stellen schon etwas gruselig. Und ja, ich kann nur wieder sagen, Nina Blatzon schreibt einfach toll, schnappt euch jedes Buch von ihr, diese sind eh gut. Dann tatsächlich etwas, wovon ich nie gedacht hätte, dass ich tue, habe ich Ostwind gelesen. Und Ostwind, ich weiß nicht, das ist euch bestimmt ein Begriff, darauf stehen halt alle kleine Pferdemädchen. Und ich war nie eins von diesen Pferdemädchen. Ich hatte immer 10.000 Freundinnen, die total auf Pferde standen und das hat mich tierisch genervt. Und ich weiß noch, als der Film rauskam, ich glaube, da war ich in der 12. Klasse oder so, das heißt, wir waren alle so um die 18, sind ein paar Freundinnen von mir tatsächlich in den Film gegangen dann noch und es war sehr witzig, weil die waren natürlich die einzigen Älteren da und ich kann jetzt aber den Hype darum verstehen. Es geht um, wie hieß sie nochmal? Mika, genau. Um Mika, und die ist total schlecht in der Schule, hat das Gefühl, dass sie überhaupt nichts gut kann und wird dann auch noch zu ihrer Großmutter, von der sie überhaupt nichts wusste, eben geschickt, die auf einem Reiterhof arbeitet und sie ist das erste Mal in ihrem Leben so richtig auf dem Land eben. Und sie soll da lernen, damit sie eben keine Ablenkung hat über die Sommerferien. Allerdings trifft sie da auf Ostwind ein.
angeblich nicht zähmbares Pferd und da entwickelt sich dann eine ganz tolle Geschichte und ich fand es echt super gut. Es hat von mir 5 Sterne bekommen. Ich möchte die Reihe auf jeden Fall weiterlesen und ich verstehe jetzt, warum so ein Hype um die Reihe gemacht wird. Ich bin auch mal gespannt. Ich möchte das Buch gerne noch lesen. Genau. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Kinder habt, die auf Pferde steht oder Geschwister oder sowas. Wobei wahrscheinlich jedes Mädchen, was Pferde mag, hat es schon gelesen. Von daher. Dann habe ich einen Psychothriller auch gehört, nämlich von Karen Rose, Dornmädchen. Ich war etwas überrascht. Ich dachte, das wäre einfach nur voll der blutige Thriller. Und es waren aber tatsächlich relativ viele Erotikelemente auch da drin. Und mir hat es aber richtig gut gefallen. Also ich fand den wirklich richtig spannend. Es geht um die Psychotherapeutin Faith, die versucht, vor einem ihrer Stalker zu fliehen und dabei in das alte Haus ihrer Großmutter ziehen will. Und es stellt sich heraus, dass dort grausame Dinge geschehen sind. Und es ist, also mehr will ich nicht verraten, weil dann nehme ich euch was vorweg. Und es war so spannend, also wirklich fast bis zum Ende wusste ich nicht, wer war jetzt was. Und es war richtig, richtig gut. Ich mochte die Protagonisten total gerne und kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr nach so einer, ja, wie nennt man das, Liebes-Thrill, wie auch immer, Geschichte sucht. Das war wirklich richtig, richtig gut und ich möchte jetzt total gerne auch noch die anderen die anderen Bücher aus der Reihe lesen. Ich glaube aber, dass jedes für sich tatsächlich abgeschlossen ist, dass es nur wieder eben mit einem anderen Charakter dann weitergeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann Dinge, die ich euch hier einblenden werde, weil ich sie als E-Book gelesen habe. Und nicht mehr da. Oh, eins habe ich nicht als E-Book gelesen, aber das habe ich schon wieder aussortiert, weil ich es so schrecklich fand. Fangen wir direkt mit dem an. Nämlich Hexenlied von Antonia Michaelis. Und ich habe noch nie ein Buch von Antonia Michaelis gelesen. Und ich hatte mich voll darauf gefreut, als wir es dann als Leseexemplar bekommen haben. Und meine Kollegin meinte, ja, willst du es mal ausprobieren? Und ich so, ja, unbedingt. Vor allen Dingen war halt das Cover auch noch so wunderschön. Und mit Hexen kriegt man mich halt eigentlich immer. Ja, aber es war irgendwie nichts für mich. Also in Hexenlied geht es um einen Jungen, ich glaube, er hieß Tim, aber ich bin mir auch nicht mehr komplett sicher. Und der ist in der Theater-AG und eine totale Außenseiterin kommt dann zu ihnen und spielt mit und hat aber irgendwie totales Talent, die Hexe zu spielen aus dem Theaterstück. Und dann sind da immer so Szenen, wie die wirklich in dieser Welt quasi verschwinden und es passieren mysteriöse Dinge und man ist die ganze Zeit überlegen, ist sie wirklich eine Hexe vielleicht oder geht da was ganz anderes vor sich? Und ich habe nicht verstanden, was da vor sich geht, auch noch nicht auf Seite 250. Ich fand es einfach nur nervig und anstrengend, das zu lesen. Mir ist keiner der Charaktere ans Herz gewachsen. Ich fand den Schreibstil, der war interessant, weil er eigentlich zu dem Thema passte, weil er so ein bisschen wie so ein Drehbuch war. Aber irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt und ich habe es dann auf Seite 250 abgebrochen. Für mich war das leider gar nichts. Ich möchte aber gerne nochmal andere Bücher von Antonia Michaelis ausprobieren. Ich habe noch Nashville, meine ich hier. Ich möchte auf jeden Fall auch noch Niemand liebt November lesen. Und was war es noch? Ich glaube, der Märchenerzähler. Den wollte ich auch unbedingt noch gerne mal lesen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr eins von Antonia Michaelis Bücher schon mal gelesen habt und wie ihr die so fandet. Ja, mich hat das leider nicht ganz so überzeugt. Aber überzeugt hat mich auf jeden Fall Willow of the Wood, blende ich euch hier ein, weil ich es als E-Book gelesen habe, von Robert Beatty aus dem Fischer Verlag. Und es war so gut, ich liebe es. Es ist ein Kinder-Jugendbuch, so ab 12, aber man kann es auch noch mit 14, 16, finde ich, lesen. Und mir als Erwachsene hat es auch noch immer gut gefallen. Es geht eben um Willow und die gehört dem Volk der Faerun. Wie immer kann ich Sachen nicht gut aussprechen. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. An und das ist so ein Waldvolk, was abseits der Menschen lebt und sie sind nicht richtig Menschen, sie sind auch keine Tiere, sie sind irgendwas dazwischen. Früher konnten sie mit dem Wald kommunizieren und mit den Tieren und so weiter. Allerdings haben sie seit einigen Jahrhunderten einen neuen Anführer und dieser Anführer möchte mehr wie die Menschen werden und versucht mehr so zu sein wie sie, um zu überleben, weil die Menschen eben ihren Lebensraum bedrohen und sie auch töten und so weiter. Sorry. Und ja, Willa findet das Ganze, also das nicht ganz so toll. Und eines Nachts begegnet sie dann tatsächlich auch einen Menschen. Diese Begegnung verändert ihr Leben komplett. Sie kommt
dem Clan auf die Spur, dass da irgendwas schief läuft tatsächlich, dass die Menschen nicht nur böse sind und es ist einfach ein super tolles Buch über Freundschaft, über die Natur und ich fand es einfach großartig und kann es jedem nur empfehlen. Von mir hat es auch 5 Sterne bekommen. Ich fand es richtig, richtig gut und möchte auf jeden Fall noch mehr von dem Autor lesen. Ich glaube tatsächlich, dass das Buch in sich abgeschlossen ist und dass da nicht noch mehr kommt. Zumindest würde es so, wie es geendet hat, Sinn machen. Aber der hat auch noch andere, meine ich. Ich glaube, die Serafina-Bücher hat der Autor noch geschrieben. Und die möchte ich jetzt auch auf jeden Fall gerne noch lesen. So, das war es dann tatsächlich auch schon mit den ganzen Büchern, die ich im letzten Monat gelesen habe. Jetzt kommen wir nur noch zu Mangas. Das heißt, wenn ihr euch nicht für Mangas interessiert, wäre das ein guter Zeitpunkt abzuschalten. Allerdings fand ich diesen Manga wirklich großartig. Bis ich festgestellt habe, dass er noch gar nicht zu Ende ist. Ich dachte mir so, oh, der 6. Band ist erschienen, jetzt kann ich endlich ihn durchlesen und dann bin ich fertig damit. Aber nein, so ist es nicht. Es kommen noch mehr Bände und der nächste kommt, ich glaube, erst im Februar nächsten Jahres. Ich spreche es wahrscheinlich voll falsch aus, Siwil Arun, das fremde Mädchen. Da habe ich Band 2 bis 6 gelesen. Ich wäre schon vom 1. Band sehr begeistert gewesen. Das Ganze spielt eben in einem Land, das von einem Fluchheim gesucht wird und es geht um ein kleines Mädchen, das bei einem dieser Verfluchten lebt und es ist so toll gezeichnet. Ich zeige euch jetzt einfach mal jeden Band, weil vor allem den hier finde ich mega, mega schön gezeichnet. Sie sind so hübsch. Den finde ich auch toll, den Bildern hier. Und dies hier. Jedenfalls geht es da eben um dieses Mädchen, das beim Verfluchten lebt und die Frage ist, warum ist sie nicht verflucht? Was macht sie dort? Und es ist eine ganz märchenhafte, sehr skurrile Geschichte, aber mir gefällt sie richtig, richtig gut. Wie gesagt, ich habe es jetzt bis zum 6. gelesen, bin ein bisschen schlauer, aber noch nicht sehr viel. Es gab einen Band, ich glaube den 4., den fand ich jetzt nicht ganz so gut, aber alle anderen fand ich richtig gut von der Storyline, auch vom Zeichenstil her. Oh, der Zeichenstil, ich möchte mir einfach diese Seiten ausdrucken und an die Wand kleben, weil sie so toll sind. Naja. Auf jeden Fall kann ich euch diesen Manga nur empfehlen. Wie gesagt, er ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, es kommen sogar noch 2 Bände oder so. Ich glaube, der ist sogar noch in der Mache teilweise. Also der ist auch im Japanischen noch nicht abgeschlossen. Und ich fand den richtig, richtig gut und habe mir jetzt auch vorgenommen, dass ich eine Manga-Reihe pro Monat lese. Jetzt habe ich es gesagt, mal gucken, ob ich das durchziehe. So, und genau, das war es tatsächlich auch mit den Büchern, die ich im August gelesen habe. Wie gesagt, dafür, dass ich eine Leseflaute hatte, fand ich es jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Monate werden. Ich nehme das jetzt ja schon fast Ende September hier auf und ich kann euch sagen, meine Leseflotte ist noch immer da. Aber es wird bestimmt besser. Jetzt, wo der Herbst kommt, ist auch wieder mehr Lesezeit, finde ich irgendwie. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr eins der Bücher auch gelesen habt und wie euch die gefallen haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!